Hallo Leute, ja, wir sind hier am Ei, das ist ausgebrütet und die Megasphären sind auch fertig. Da packen wir die doch gleich mal ein und es können keine neuen machen. Und dann sehen wir zu, dass wir das Ei hier noch gerade ausbrüten. Ihr schaut's Logo, dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, und dann kommt da der Zellerei raus. Der ist über dieses Flugviech. Okay, haben wir noch ein Ei dabei? Leider nicht. Das heißt, wir müssen erst an der Kiste. Ich dachte, ich hätte schon eine mitgenommen. War das hier? Ich glaube, das war hier, ne, oder? Ne, nicht wirklich. Dann muss es hier gewesen sein, ja. Nehmen wir mal das düstere Jumbo-Ei und stecken das da rein, ne? So, Ei da rein. Das braucht eine halbe Stunde. Alles klar. Das dauert länger, eigentlich müsste es ja was Gutes dann sein. Aber das ist so eine Sache, ne? Eiktürbraten können wir mitnehmen. Können wir noch was ausbraten? Ja, ausbraten ist gut, ne? 7 Eier gehen ja noch, okay. Nicht Escape drücken. Gut, das haben wir alles. Wir müssen jetzt eigentlich zusehen, dass wir weiter auf Tour gehen, ein paar Pals zu kriegen, die ein bisschen besser sind, ne? Schnellreise. Was war das hier für einer? King Packer. Und hier war die Amöbe. Azurobe. Lass uns da mal hinfahren. Okay, es hört sich schon mal nicht gut an. Und der ist auch kaputt. Ein Schuss und sie sind tot. Welchen Level hatten die? Konnte ich das noch sehen? Leider nicht. Egal. Tanzee ist da vorne. Okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir halt die Waffe wieder rausnehmen, weil bringt uns nicht so viel, weil die alle sterben dann, wenn wir die schießen hier. So ein paar müssen wir ja irgendwie mal kriegen, ne? Ich habe ein Spiegelei gegessen, auch sehr schön. Lass mal gerade Karte gucken. Ja, hier. Eigentlich müssten wir mal hier gucken, was da so los ist. Über die Brücke gehen. Da sind schon wieder Bilder war, ne? Och, ich habe keine Pfeile mit. Das ist mein Problem. Alles klar. Das ist mein Problem. Na, der war's dann, ne? Aber wir müssen immer stopfen, das ist das Problem. Es dauert immer ziemlich lange, bis wir wieder kämpfen können. Und die Munition ist natürlich auch irgendwann zu Ende. Wir laufen jetzt mal hier gucken, weil da waren ein paar stärkere. Vielleicht ist da was bei, was wir dann gebrauchen können. Wie hoch der Level war, weiß ich nicht mehr da. Jetzt müssen wir sie nur gucken, dass wir sie gefangen kriegen, ne? Oh, 16% ist nicht viel, ne? Nee, das wird nichts. Vielleicht kriege ich sie mit der anderen Kugel. Die hat uns jetzt schon ganz schön rangekriegt, aber. Ah. Ich glaube, wir müssen mal schnell hier weg. Ah, da war auch eine 16er, ne? Ah, sie geht zurück. Wir müssen uns erst ein bisschen erholen noch. Jetzt lasse da reingehen, ey. Nee. Und da war ein Treffer bei. Jetzt bitte, 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 krabbel da rein. Auch so ein Ding mal. Sehr schön. Bristler. Die Stacheln dieses Pals sind giftig. Kann Cinnamon gut leiden und schaut nur dann fröhlich, wenn diese zum Nektar sammeln kommen. Level 17 Pal war das jetzt. Ja, lass uns mal gerade ein Stück zurückgehen zur Sicherheit. Und jetzt können wir gerade mal gucken. Pal Index. Mal schauen, ob ich die jetzt hier esse. Brista.
Was kann die denn? Arzneimittelherstellung, na super. Weizensaat, mögliche Beute und Saat. Wenn dieser Pfahl intim ist, wird der Ank von Pfahlsbrachter Gras erhöht. Ja, da müsste man allerdings sein, um die ins Team nehmen zu können. Der da oben ist ein 20er. Ah, jetzt sag nicht, das war eine Kugel weniger, ne? Schauen wir mal, 23 ist nicht viel. Aber sieht gut aus. Kaleklo kann mühelos einen Menschen greifen und mit ihm davonfliegen. Tendiert allerdings dazu, um Verwarnung bewusst zu werden. Wenn es müde wird, wird er ständig zu tödlichen Absturzunfällen. Okay. Erster Bonus war 956 dazu. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir können da irgendwie Punkte leveln. Immer Angriff momentan, glaube ich. Okay, das ist ja auch ein neuer Pal und den können wir fliegen wahrscheinlich auch, ne? Und das war jetzt schon Level 20, das war also nicht schlecht. Wie viel Munition haben wir denn noch? 39 Schuss, ein bisschen ist noch da. Wir können ja mal gucken, ob wir noch einen dritten Pal hier kriegen. Das sind mehrere Schmetterlinge. Die sind jetzt aggro. Keine Ahnung, ob die jetzt hier rumkommen oder nicht. Ich habe natürlich den 20er erwischt, sind auch 18er dabei, ne? Aber gegen einen, da ist er. Da war er gerade. Kriege ich den alleine hier weggelockt? Ja. Aber ich glaube, jetzt ist er tot. Zwei Schuss waren leider zu viel, einer. Das ist schlecht. Vielleicht kriegen wir einen von den anderen beiden noch, die 18er. Da oben fliegt schon einer, oder? Sieht gut aus. Ich muss hier weg. Ich glaube, der andere greift mich an. Cinnamon, ein Atmen des Flügelstaubs fördert einen in den siebten Himmel. Bemühungen umzwingen Stups und kann ich nicht mehr weiterlesen, leider. Okay, die sind da noch aggro. Da sind ein paar Floppies. Ich weiß aber nicht, ob ich Floppies schon habe. Ist der noch aggro? Glaub nicht. Die Floppies gerade, die wären schon cool gewesen, vielleicht. Die kannte ich noch nicht. Oder hatte ich die schon? Das sind alles diese Schmetterlinge. Da habe ich auch schon einen von. Da hinten war ein anderer. Mondsichelstrand. Ne, Brista will ich nicht. Da hinten sind die Floppies. Kämpfen die gegeneinander oder was? Ne, ne, oder? Oh, da wird auf jeden Fall gerade gekämpft. Und das sieht schon krass aus. Ich weiß aber nicht, wer das ist da hinten. Rockies, Wilderer, Jäger, okay. Dann lass die mal ein bisschen kämpfen und dann gucken wir, was überbleibt, oder? Okay. Da hinten ist so ein Floppy. Wenn ich einen angreife, greifen die mich alle an, glaube ich.
Ich müsste einen isolierten haben. Vielleicht kriege ich den letzten, wenn die anderen schon ein Stück weiter weg sind. Oh, alleine und dann flieht er. Nur in der Gruppe stark. Ja, jetzt klappt es natürlich, wo ich die Axt rausgeholt habe, weil ich hätte mit der Axt dann kämpfen müssen. Gut, das heißt, ab zum Tor. Das wird hier sonst so gefährlich, glaube ich. Der Tor war hier links, oder? Ja, wir müssen erstmal hier weg. Gut, haben wir drei neue Pals. Die müssen wir mal gucken, was wir damit anfangen können. Der Sprungtor war ja schon da vorne. Das nehmen wir gleich mal auf die Agenda, dass wir dahin fliegen. Wegkommen hier erstmal. Aber so 15er Level, da haben wir schon eine Chance gegen. Und was ist das da vorne? Das ist bestimmt ein Endgegner, ne, oder? Müssen wir gerade auf die Karte gucken. Ne, wäre kein Endgegner, aber da ist ein dicker bei, oder? Ist das hier der? Den habe ich auch noch nicht, glaube. Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Sieht so aus. Gibt man Jokto einen Stoß, setzt er eine Spalte elektrisiert frei. Die dabei erzeugte Spannung von über 1 Volt macht ihn. Okay, gut. Was war denn jetzt hier für Viecher noch? Oh. Svepa. Aber da sind so viele Svepa. Ich glaube, das war jetzt nicht so eine gute Idee. Das sind zu viele, ich muss flüchten. Oh, da gab es noch einen Schuss in den Rücken. Ach so, er ist jetzt nicht am Schießen, sondern er schaut zu, ne, dass er das hinkriegt. So, jetzt ist Lager. So, was würden denn diese neuen Leute uns bringen? Wir sind ja schon ziemlich hier. Der Joltok Elektroschockwelle 40. Okay, da habe ich jetzt Floppy, hätte ich jetzt gedacht, die könnte ein bisschen mehr. Cinnamod, auch nix. Oh, der hier mit Sturzflugklaue auf 60, das ist schon mal was. Und hier haben wir Kern-MG. Mhm. Galgleiter. So, und was können sie sonst noch? Der hier kann einmal Blitz. Sie kann alles auch nur einmal. Er kann hier zweimal sehen wahrscheinlich. Er kann zweimal, weiß ich was da hier das war? Keine Ahnung, das ist immer schlecht. Hier ist nichts mit zweimal, doch zweimal Lebensmittel, Arzneimittel machen ist das. Und er hat zweimal Stein. Hm. Also er hier ist schon ganz cool. Jetzt müssen wir mal gerade gucken hier. 30, 30, 40. Würde ich jetzt austauschen. Hat einer hier noch ein paar gute Skills? Ja, dieser Bristler hat 50 Kern-MG. Hier ist schon 55. 50, 55. Ah, die sind schon alle besser, ne?
Okay, dann bleiben die so. Und den nehmen wir hier mit. Aber den müssen wir auch gucken. Den Galeklo müssen wir schauen, dass wir den Sattel fertig kriegen wahrscheinlich. Da müssen wir hier mal reingucken. Guck mal, da ist jetzt der Joltuk. Der war doch derjenige, der uns vielleicht fehlte, oder? Kann das sein? Giftbogen. Da ist der Joltuk Christ. Topfpflanzen. Hier sind noch Unbekannte. Schaukäfig. Floppy Halsband. Nee, brauche ich nicht. Megagleiter. Ich brauche für den Flieger einen Sattel, oder? Ah, sieht aber so aus, dass das. Da ist er. Level 23. Als Gleiter zu benutzen. Ich hoffe, er kann auch fliegen und nicht nur gleiten. Weil Gleiter ist immer doof. Die sollen richtig fliegen können. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das hier ist der. Da brauchen wir 7 Stoff und Palladiumdruckstücke. Rest haben wir schon. 20 Stoff brauchen wir nicht, 7. Und die Bruchstücke. Weiß jetzt nicht, ob das genug waren, aber mach mal welche. Und Stoff war, glaube ich, hier, ne? Na, so viel brauchen wir nicht. Obwohl, lass ihn machen. So, das ist erstmal alles geklärt. Die pennen alle hier, das ist auch schön. Und boah, was liegt denn hier alles rum? Ja, haben wir jetzt mal aufgehoben, ne? Ich würde aber auch sagen, wir machen dann hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.